Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute in Folge 121 geht es um meine Erfahrung mit der neurologischen Reha. Und ich möchte dir darüber berichten, wie kam es überhaupt dazu, wie läuft so eine Rehabilitation ab, welche Behandlungsbausteine gehören dazu und was konnte ich anschließend für mich selber mitnehmen. Meine Eindrücke und Erfahrungen sind selbstverständlich subjektiv. Es würde mich freuen, wenn sie dir dennoch ein Gefühl dafür geben, was dich erwartet, was möglich ist und wo allerdings auch die Grenzen liegen. Ich war in einer Einrichtung mit dem Schwerpunkt Neurologie, aber keiner komplett auf Multiple Sklerose ausgerichteten Klinik. Je nachdem, wie deine Ansprüche sind und was du benötigst, solltest du dich im Voraus informieren. Generell gilt, ambulant vor stationär, also die Deutsche Rentenversicherung bevorzugt ambulante Behandlungen vor stationären Aufenthalten. Und es kann auch sein, wenn die Deutsche Rentenversicherung für dich nicht zuständig ist, dass es die Krankenkasse ist. Da müssen die zwei sich aber untereinander abstimmen, wenn du das beantragst. Aber vielleicht erstmal zum Hintergrund, warum ich überhaupt zur Reha wollte. Im Sommer 2004 erhielt ich die Diagnose Multiple Sklerose. Ein Jahr nach der Sehnerventzündung, bei der zunächst ein klinisch isoliertes Syndrom, was man mit KIS oder im Englischen CIS festgestellt wurde. Letzten Sommer, sprich Sommer 2021, ging es mir nicht so gut. Ich hatte mit ständigen Schmerzen in den Händen und Füßen zu tun und Probleme mit dem Schlafen. Außerdem eine Menge negativer Emotionen. Auslöser war bei mir sicherlich ein komplexes Zusammenspiel an Ursachen. Ich hatte mit dem Multiple Sklerose Podcast ein gutes Jahr vorher begonnen, da mir das Thema extrem am Herzen liegt und ich dir und anderen Mut machen will, hatte ich meine Erfahrung zu den ersten 15 Jahren mit MS bereits als Autobiografie veröffentlicht und eine Webseite samt Blog ins Leben gerufen. Das alles kostete natürlich Zeit, die ich abends und am Wochenende investierte. Meine Tochter, damals 2,5 Jahre, war aufgrund der Corona-Pandemie teils in Betreuung, teils nicht, weil wir keine systemrelevanten Berufe hatten. Du kennst vielleicht den Ärger oder hattest das Glück, systemrelevant zu sein. Oder wer weiß, ob du es als Glück empfunden hast. Auf jeden Fall war sie mit Eingewöhnung Kindergarten wirklich fast, ja, nicht sehr oft im Kindergarten, sagen wir es mal so. Bis Februar 2021 lebten wir, also mein Mann, meine Tochter, ich, in einer schönen Zweiraumwohnung in Berlin-Charlottenburg, die zu dritt mit Homeoffice und oft ohne Kinderbetreuung echt zu klein war. Keine oder kaum liebe Menschen treffen, trotzdem funktionieren und die Auswirkungen der ganzen Situation möglichst vor unserer Tochter fernhalten, das ging mir ganz schön an die Substanz, natürlich auch meinem Mann und natürlich hat das auch unser Kind gespürt, unsere Tochter. Das Stresslevel steigt also. Mein Wiedereinstieg in den Job lief leider nicht so entspannt ab wie gewünscht. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut. Ich gehe echt gerne arbeiten. Und so lange auszusetzen hatte ich mir zwar bewusst vorgenommen. Ich wollte eigentlich bis April 2020 aussetzen. Dann haben wir aber auch keine Kinderbetreuung gefunden. Und sie konnte dann wenigstens ab September 2020 in die Kita gehen. Aber meine Tochter ist da leider nicht so gern hingegangen, trotz einer echt langen und sehr sanften Eingewöhnung. Mein neues Arbeitsgebiet, was ich damals bekommen habe, also ich bin wieder in meine Firma zurück, aber halt ein ganz neues Arbeitsgebiet, umfasste zur Hälfte ein Themengebiet mit sehr spezifischem technischem Wissen, das ich mir aber erst erarbeiten musste. Das andere war auch sehr spezifisches technisches Wissen, aber das kannte ich schon, da hatte ich ganz viele Jahre dran gearbeitet, aber der zweite Teil war neu. Und ich hatte eine sehr große Bandbreite an Aufgaben und es war auch über viele, viele Länder, was ich da betreuen musste. Die Kollegen hatten, mit denen ich direkt in den Ländern zusammenarbeiten sollte, hatten eigentlich keine Zeit für die Themen, die wir da bearbeiten sollten, da der Druck von oben auf anderen Dingen lag. Und ich hatte mittlerweile zwei Chefs statt nur einem wie vorher, was das auch nochmal irgendwie, da sitzt man so zwischen den Stühlen und jeder hat ein bisschen andere Erwartungen und naja. So häuften sich auf jeden Fall die Frustrationen. Im März zogen wir dann an die Nordsee in die Heimatstadt meines Mannes. War sowieso die ganze Zeit Homeoffice, ne? War ja kein Problem. Hier lief es zumindest mit der Tagesmutter um einiges besser.
Und wir hatten einen Kita-Platz ab August zugesichert bekommen. Also dadurch, dass mein Mann dann systemrelevant arbeitete, konnte unsere Tochter die ganze Zeit zumindest bis mittags in die Betreuung gehen. Der Stress auf Arbeit spitzte sich allerdings immer mehr zu und es ging mir echt, echt schlecht. Also ja, ich konnte nicht richtig schlafen, ich konnte nicht richtig, ja, ich hatte halt diese Schmerzen, ich hatte irgendwie Zukunftsängste und ja, wusste nicht, ob ich einen neuen Job habe. Und ich sah irgendwie auch keine Perspektive mehr für mich in meiner alten Firma. Ich hatte dort gute Konditionen, ja, und einen vermeintlich sicheren Arbeitsplatz, weil am Ende ist kein Arbeitsplatz sicher. Aber das ist halt nur die eine Seite, ne? Wenn die Arbeit sich irgendwie negativ auf die Gesundheit auswirkt und auf die MS, dann ist es Zeit zu gehen. Neuer Fokus. Alles rund um das Thema Multiple Sklerose machte mir aber weiter viel Spaß und ich wollte auf keinen Fall den Podcast aufgeben, weil der hat mir wirklich immer Kraft gegeben, auch in der ganzen Zeit, wo es mir nicht gut ging. Da habe ich gemerkt, ich mache was Gutes, ich mache was Sinnvolles und ich habe auch festgestellt, ich will da eigentlich noch viel mehr Zeit reinstecken, weil ich kann da noch viel mehr bewegen und hoffentlich auch noch mehr Leute erreichen. Denn ich bekam zunehmend Feedback, dass mir Leute geschrieben haben, Mensch, danke Nele und das ist so toll und du nimmst mir da auch die Angst und dass du auch aufklärst und die Experten da hast. Das hat mir halt, der Teil hat mir total Kraft gegeben und dann dachte ich, ja, ne, das ist eine schöne Perspektive. Aber wie gesagt, die Gesundheit, das generelle andere Befinden war nicht gut und meine Hausärztin empfahl mir dann auch dringend eine Kur, damit ich diese Abwärtsspirale stoppen konnte und endlich wieder zu einem inneren Gleichgewicht zurückfinden konnte. Es fiel mir erstmal ziemlich schwer, mich darauf einzulassen, weil ich es gewohnt bin, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten. Aber das war halt an der Stelle wirklich keine gute Idee. Und aufgrund der MS-Symptome, die ich da hatte, beantragte ich letztendlich die Reha und mein Neurologe füllte da auch die ganzen benötigten Unterlagen aus. Also der war da auch d'accord, hat gesagt, ja, okay, klar, ne, macht Sinn. Aber erneut machte Corona das Leben schwer. Haben wir, glaube ich, echt alle kennengelernt in den letzten 2 Jahren. Denn ein Kind zur neurologischen Reha mitzunehmen, was nur noch an wenigen, war echt nur noch an wenigen Stellen erlaubt. Und dann auch erst für Kinder ab 3 Jahren. Also ich sollte eigentlich erst nach Bad Segeberg kommen. Die haben normalerweise Kinderbetreuung, hatten es jetzt aber nicht. Und das war auch nicht klar, wann sich das ändert. Denn die Reha, die mir zugewiesen wurde, war gute 5 Stunden entfernt in Nordhessen. Da musste ich aber erstmal bis Anfang Januar warten, damit ja, meine Tochter halt, die ist Ende Dezember, ist die 3 Jahre geworden und dann konnten wir erst starten. Und ich hatte alle anderen Kliniken abtelefoniert, die näher dran waren, aber da ging nirgendwo ein Weg rein, ne? Und das ist auch kein Vorwurf, das ist einfach nur, so war eben die äußere Lage. Ja. Mittlerweile hatte ich, also als ich es angefangen habe, jetzt im Januar, hatte ich eigentlich schon wieder ganz gut mein inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Also zumindest größtenteils. Und mich auch dazu entschieden, meinen beruflichen Weg als Patientenexpertin zu gehen. Also ich starte jetzt, wenn du den Podcast hörst, sind es dann noch wenige Tage und dann starte ich Mitte Februar meinen Weg in die volle Selbstständigkeit als Patientenexpertin fürs Thema Multiple Sklerose. Das bedeutet, dass ich mich einerseits für die Belange von Menschen mit MS einsetze und andererseits weiter versuche, das stetig wachsende Wissen leicht verständlich weiterzugeben. Also von der Wissenschaft, von den Neurologen und Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, ne, was wer da alles mit reinspielt, hin zu dir, hin zu der Community, der MS-Community. Damit du und möglichst viele andere wirklich ein schönes Leben mit MS führen können. Denn ich finde, ich glaube, das ist heutzutage echt ganz gut möglich. Ich will nicht sagen perfekt, ja, aber man kann ein schönes Leben führen. Trotzdem haben aber natürlich auch bei mir 17,5 Jahre mit MS gewisse Spuren hinterlassen. Und also mein EDSS-Wert war bei 1,5. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt, wenn du den Podcast hörst, habe ich den nächsten Tag meinen aktuellen Termin wieder im MS-Zentrum in Dresden. Und da bin ich mal gespannt, ob ich vielleicht ein bisschen besser abschneide. Denn als ich gestern beim Badmintonspielen war, habe ich gemerkt, dass es echt, echt gut lief und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich einiges gebracht hat. Mal schauen. Genau. Denn die Reha soll ja eben eine bewusste Auszeit der Entspannung, Erholung und körperlichen Regeneration sein und war es auch bei mir. Okay, doch gehen wir mal zurück. Die Kur beginnt. Am Montag, den 3. Januar, reisten meine Tochter und ich mit dem Zug an. 2 große Koffer waren bereits ein paar Tage vorher abgeholt und transportiert worden. Also mussten wir nur mit leichtem Handgepäck fahren, was sehr angenehm war. Das ist nämlich organisiert also man kann natürlich auch mit dem Auto anreisen, aber generell freuen sie sich, wenn man das mit der Deutschen Bahn macht. Da kriegt man kostenlose Tickets zugeschickt
Und die Koffer werden eben ein paar Tage vorher abgeholt, werden transportiert. Und gerade mit Kleinkind, aber auch sonst, ne, man kann ja Geheinschränkungen haben oder außer Atem sein oder immer noch gestresst sein. Da ist es natürlich schön, wenn die großen, schweren Koffer transportiert werden. Aufgrund der Verspätung haben wir dann leider unseren letzten Anschluss in Göttingen nach Bad Karlshafen haben wir verpasst und kamen erst nach dem Mittagessen an. Haben uns aber auch gleich gefreut, das Zimmer war angenehm groß und vom Balkon konnten wir auf die Weser schauen. Ne? Da fließt die Weser lang. Ein bisschen kleiner als die Elbe in Dresden, aber durch die Hügel und den Fluss, das hatte ein bisschen Dresden-Feeling, ein kleines bisschen. Natürlich viel, viel kleiner der Ort. Es gab dann am ersten Tag auch gleich noch erste kleine Checks und Einführungsgespräche. Da wurde erstmal mein Zustand festgestellt, um das Behandlungsprogramm noch ein bisschen zu optimieren. Die haben da im Prinzip ein MS-Behandlungsprogramm, aber passen das immer an die individuelle Person an, ne? Die MS ist die Krankheit der 1000 Gesichter, gilt sicherlich auch für viele andere Krankheiten, aber auf jeden Fall bei der MS. Und es ist natürlich gut, wenn man eine grobe Vorgabe hat und dann aber sinnvoll davon abweicht. Was dann ein kleiner Schock war beim Abendessen, waren nur ziemlich wenige Menschen erstmal im großen Speisesaal. Lag sicherlich daran, dass keiner, oder keiner nicht, aber wenige Leute über Weihnachten und Neujahr da waren. Aber ich sah am Anfang erstmal nur Menschen mit Geheinschränkungen und alle waren mehrere Jahrzehnte alt. Alles ganz nette Leute, ja, nicht falsch verstehen. Aber da war niemand Junges an diesem ersten Abend und wir saßen irgendwie total getrennt in einer Ecke. Das hat sich erstmal echt komisch angefühlt und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das jetzt 3 Wochen so bleibt, bin ich danach ja depressiv. Wenn ich ja nur alte Leute sehe, die nicht mehr richtig laufen können. Die haben halt auch einen geriatrischen Schwerpunkt und auch einen orthopädischen. Und neue Gelenke braucht man ja häufig auch erst, wenn man etwas älter ist. Oder natürlich kann man auch viel Sport gemacht haben, einen Job gehabt haben. Aber ja, war es mal ein kleiner Schock. Am nächsten Tag standen dann erstmal ein paar mehr Erstaufnahmen an, unter anderem der Termin mit meiner Physiotherapeutin von der Krankengymnastik und eine Blutabnahme. Und worüber ich total froh war, als ich von dem Termin bei der Physiotherapeutin zurückkam, also bei der ich Krankengymnastik da gemacht habe, saßen 3 Mütter mit Kindern im Kita-Alter in der Lobby und warteten darauf, dass sie auf ihr Zimmer gebracht wurden. Da war ich echt, echt froh. Kannst du dir es vielleicht nicht vorstellen? Ich weiß nicht, doch, kannst du bestimmt. Was schön ist, die haben dort eine Kinderbetreuung vor Ort. Die ist direkt mit im Gebäudekomplex. Da gab es eine sogenannte Kinderstube samt Erzieher und ganz viel Spielzeug und Büchern. Und das war so gedacht, dass man die Kinder nach dem Frühstück dorthin bringt oder sie alternativ zur Schule gefahren werden. Also es waren dann auch 2 Mütter mit schulpflichtigen Kindern da. Die wurden halt abgeholt, Grundschüler, und wurden zur Schule gefahren. Und dass man die Kinder dann aus der Kinderstube wieder zum Mittagessen abholte oder die kamen halt dann von der Schule wieder. Und dann konnte man sie auch nochmal weiter bis 16:30 Uhr betreuen lassen. Soweit, so gut. Schönes Angebot. Leider wollte meine Tochter allerdings partout nicht dort bleiben und hat am Anfang erst total geweint. Da habe ich sie dann mal abgeholt. Und am zweiten Tag, als wir es nochmal probiert haben, hat sie wirklich das halbe Gebäude zusammengebrüllt. War aber sofort total lieb, als ich sie mitgenommen habe. Und nach diesen Versuchen, ich habe es dann immer nochmal gefragt, probiert, aber wollte wirklich gar nicht. Die hatte da ja wie Angst oder so, weiß ich auch nicht. Die anderen Mädchen waren halt auch knapp 2 Jahre älter und der Unterschied ist von 3 zu fast 5 beziehungsweise 5 fast 6 ist halt echt groß, ne? Und meine Tochter war die ganze Zeit super lieb, also die ist immer schön zu den ganzen Behandlungen mitgekommen und hat da brav daneben gesessen. Hat teilweise nichts gesagt, sie hätte ja spielen können oder so, aber sie war dann einfach nur ganz brav und saß dabei. Sie hat mich nicht gestört, und da, ja, war halt einfach froh, dass sie bei mir bleiben durfte. Somit hatte ich zwar leider keine Zeit für mich, was ich irgendwie ein bisschen gehofft hatte. Nur als meine Eltern zu Besuch kamen, die kamen am ersten Wochenende und kamen ein bisschen eher und haben sie da Donnerstagnachmittag und Freitag genommen und dann haben wir das Wochenende zusammen was verbracht und haben sie es noch Montag Vormittag genommen bis mittags. Und mein Mann hat uns abgeholt, also der kam dann auch Donnerstag an. Da war dann nicht mehr viel. Ich glaube, eine Behandlung hatte ich dann noch ohne meine Tochter. Und dann haben die am Freitag was zusammen gemacht und da hatte ich auch nochmal was Zeit für mich. Aber ansonsten, ja, war ich halt nicht allein und hatte meine Tochter quasi noch mehr, als wenn sie hier in der Kita-Betreuung ist. Aber gut, ne? Das ist alles eine Typsache. Und mit 3 Jahren haben dort auch ganz viele Leute gesagt, die da gearbeitet haben, ganz viele Therapeuten, hätten ihre Kinder auch nicht gemacht. War ja alles neu. Die kannte ja nicht den Betreuer, auch wenn der ganz freundlich war.
Egal. Wie sieht denn so eine Tagesplanung bei der Reha aus? Also generell bestand mein Tag immer aus mehreren Anwendungen. Das ist auch, glaube ich, typisch. Es gab Krankengymnastik, wo ich Übungen für meine Probleme gezeigt bekam. Also so eine generelle Stärkung. Gleichgewicht ist bei mir minimal, aber ich finde halt, das sollte besser sein. Also ich bin da auch sehr ehrgeizig und wenn ich Yoga-Übungen mache und beim Baum manchmal dann doch ein bisschen wackelt, das gefällt mir halt nicht, das kann ich nicht leiden. Und mein Beckenboden ist auch noch ein bisschen suboptimal. Und da, ja, die Übungen hat mir also die Physiotherapeutin immer gleich gezeigt und dann haben wir die ein erstes Mal zusammen durchgeführt. Das Einzige, was ein bisschen schwierig dran ist, ist, sich die ganzen Übungen zu merken, weil es sind natürlich über 3 Wochen und eigentlich geht eine neurologische Reha 4 Wochen, sind es eine Menge Übungen. Ich habe mir aber trotzdem ganz paar Sachen schon bestellt, damit ich hier das zu Hause durchführen kann. Und ich habe mir sicherlich da auch einiges gemerkt und werde auch einiges nochmal im Netz nachschlagen. Aber ja, ich bin dann immer so ganz in der Situation und es ist mitunter ein bisschen schwierig. Egal. Die ganzen Übungen bei der Krankengymnastik waren eher sportlich ausgerichtet. Also natürlich auch Dehnung mit dabei, Weichmachen der Faszien. Also Faszien sind das Bindegewebe, was Muskeln und Organe umhüllt und möglichst weich und geschmeidig bleiben soll oder wieder werden soll. Je nachdem, wie das bei dir ist. Das hilft auf jeden Fall, dass man keine Verletzung hat. Das hilft, wenn man irgendwelche Einschränkungen hat, dass man trotzdem sie bestmöglich mit seinem Körper noch ja, damit leben kann. Und ich habe außerdem noch Anwendungen im Wasser erhalten, wo ich ebenfalls von der Physiotherapeutin angeleitet wurde. Da bin ich immer erstmal ein paar Bahnen geschwommen und dann mit ja, irgendwelchen Hilfsmitteln sozusagen, Sachen, die sich diese komischen Schaumstoffnudeln oder die Brettchen, die man zum Schwimmen hat, oder. Da ging es auch immer darum, sowohl Kräftigung als auch genauso wie bei der Krankengymnastik. Übungen machen, die auch mitunter ein bisschen schwierig sind, um halt die ganzen Themen zu schulen, ja, also das Gleichgewicht, die ganzen Muskeln zu stärken, aber auch ein bisschen das Neu also das Kognitive anzusprechen, ne? Dass man von mir aus manchmal auch ein kleines bisschen schwierige Bewegungsabläufe machen muss. War jetzt nichts super Komplexes, ja, aber ist halt auch mit dabei und ist auf jeden Fall gut. Und ich habe es mitbekommen von einer anderen Mama, die ein ganzes Stück, also die hatte einfach relativ stark mit Fatigue auch ein bisschen so Probleme. Für die war das schon sehr anspruchsvoll. Aber es ist eben ja auch gut, ne? Dann zu trainieren, das Gehirn mit zu trainieren. Bei der Ergotherapie, die hatte ich auch oft, lag der Fokus auf dem Gleichgewicht und der Sensibilisierung meiner Hände. Jetzt nicht so sehr Füße, da habe ich mir aber auch, ich habe mir so ein Kissen geholt mit solchen, ja, wie heißt das, Ballkissen oder sowas, wo so kleine Knüpsel oben sind. Und da kann man halt schön auch ein bisschen die Fußsohlen stimulieren, kann Gleichgewicht üben, das ist ganz gut. Ich habe da nicht mehr wirklich irgendwie Probleme, das war halt im Sommer und es ging dann irgendwann langsam weg. Aber das schadet ja nicht. Die MS behalte ich ja leider bis ans Lebensende, ne? Und da waren auch ganz coole Sachen dabei, das hat halt richtig Spaß gemacht. Ich war da irgendwie auf der Wii, auf dem Balance Board und habe dort Spiele gemacht. Und das finde ich immer persönlich total schön. Wenn man Spiele macht, merkt man gar nicht, dass man sich eigentlich was Gutes tut. Das ist ja auch wie beim Badminton. Ich war gestern Badminton spielen 2 Stunden lang. Das ist natürlich gut, weil ich koordinieren muss, weil ich mich kräftige, weil ich auch irgendwie den Austausch habe, weil ich nebenbei mitzählen muss, wie die Punkte sind und. Also es sind lauter gute Sachen, aber das passiert sozusagen aus Versehen nebenbei und vor allen Dingen habe ich Spaß. Und genauso war das auf diesem Wii Balance Board, war halt auch ganz cool. Ich konnte dort echt das Gleichgewicht trainieren, aber es hat Spaß gemacht durch die Spiele. Naja, genau. Und für die Hände hatte ich ganz, ganz spannende Sachen. Also einmal so in Raps reinfassen, der war erwärmt und dann einfach so ein bisschen greifen oder auch mal was wieder rausfinden, so kleine Plastikchips wieder rausfinden. Übrigens ist mir das nicht so gut gelungen. Das haben wir erst am letzten Tag gemacht. Da hatte ich Schwierigkeiten, diese Chips zu finden. Also ich habe einige gefunden, aber längst nicht alle. War allerdings ein relativ großes Bad. Das gab es auch mit Steinchen, so mit Kieselsteinchen. Das hat mir nicht so viel gebracht. Also das ist, glaube ich, wenn die Empfindungsstörungen stärker sind, vermutlich unter Schub oder im Sommer, als ich dachte, ich habe einen Schub. Also im MRT hatte sich nichts gezeigt, als das MRT dann später gemacht wurde. Aber unter Schub wäre sicherlich auch die Kieselsteine am Anfang erstmal gut gewesen, weil mir dann wahrscheinlich die Rapskörner viel zu wenig Input gegeben hätten. Und da gibt es eben verschieden Körniges sozusagen. Und gab auch dieses, dass ich meine Hand eingetaucht habe in weichgemachtes ne, Kerzenzeugs.
wie heißt es? Ach Gott. Paraffin, genau, ein Paraffinbad. Und das ist so eine Temperatur, die ist halt angenehm, die ist nicht heiß, die ist warm. Und dann taucht man das ein, zieht die Hand raus, das erkaltet, wird also ein bisschen fest, taucht die andere Hand hinein und das macht man immer wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann hat man da irgendwann eine relativ dicke Schicht drüber und steckt die Hände dann noch in ein Handtuch und wartet, bis das ausgekühlt ist. Und kann es dann auch wieder ganz bequem abziehen und kann das auch wieder einweichen, aufweichen, bis es halt irgendwann vielleicht zu schmuddelig ist, weil man sich die Hände nicht gut genug davor gewaschen hat. Aber das war total schön und es geht halt richtig rein in die Tiefe der Hände. Und wenn man zum Beispiel, das hatte ich auch mal, dass ich im Winter so Probleme hatte mit, dass die Hände so ganz kalt geworden sind und total wehgetan haben und schmerzhaft waren und so steif waren, als ich da im Büro saß und am Rechner saß, aber es saßen ja auch andere, die hatten nicht das Problem, ne? Bei den gleichen Temperaturen und dem gleichen, sagen wir mal, nur Maus bedienen. Aber da muss das super, super schön sein, ne? Also da gibt es halt echt viele Dinge, die man machen kann. Und auch mal so ein Steckspiel gemacht und ja, Handkraft geübt und so. Gibt es eine Menge schöne Sachen. Dann konnte ich auch alle 2 Tage ins Fitnessstudio gehen. Da habe ich eine Einweisung erhalten mit einem Sportprogramm, wo ich mir gezeigt wurde, was ich wie absolvieren soll. Also erstmal aufwärmen auf dem Rad 10 Minuten und dann ein paar Übungen für Kräftigung und Balance auf dem Boden, sozusagen eigenes Körpergewicht einsetzen und dann mit so einem großen Gymnastikball, Petsi-Ball heißen die Dinger, glaube ich. Und dann noch auf so einem Wackelbrett, was wirklich schön gewackelt hat, da versuchen auf einem Bein irgendwie in die Knie zu gehen und so. Wurde aber dann auch wirklich relativ schnell spürbar besser. Das war schon ganz faszinierend. Und dann noch, ja, irgendwie Armkraft. Das war ganz cool. Und zweimal, wo meine Tochter nicht mit war, habe ich dann noch ein paar mehr Übungen gemacht. Und was halt ganz gut ist, das wird zwar nur beim ersten Mal erklärt, aber es gibt dann natürlich immer Physiotherapeuten, die da vor Ort sind oder Sporttherapeuten, die man fragen kann. Oder am Anfang hatte mich auch der Therapeut ein bisschen korrigiert, weil ich irgendeine Übung doch nicht so ausgeführt habe, wie ich es halt sollte. Therapeutisches Klettern hatte ich auch. Das fand ich richtig, richtig, richtig toll. Das war für mich eine völlig neue Sache, dieses therapeutische Klettern. Also als Kind bin ich super gern geklettert in Bäumen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich war aber weder jemals so richtig an der Kletterwand, noch war ich mal, komme ja aus Dresden und da gibt es die Sächsische Schweiz. Und wir waren mit meinen Eltern oft wandern und da hast du natürlich mal an einem Weg, dass du irgendwo ein kleines bisschen die Hände mit einsetzt. Aber echtes Klettern habe ich wirklich nie gemacht. Ich war mal irgendwann in einem Kletterwald, zweimal sogar. Das hat auch Spaß gemacht, aber trotzdem so an so einer Wand hochklettern, schon nochmal was anderes. Und die hatten die dort eingebaut in diesem Fitnessstudio. Die war 7 Meter oder 7,5 Meter hoch mit verschiedenen farbig markierten Griffen. Und je nach Schwierigkeit war das einer anderen Farbe zugeordnet. Also man konnte theoretisch sozusagen, wenn es für einen zu schwierig war, einfach bunt hochklettern oder man hat eben eine bestimmte Farbe benutzt. Und es gab da auch so einen Überhang, den habe ich auch mal probiert, habe allerdings nicht geschafft. Und es gab auch eine Route, die habe ich auch nicht geschafft. Das war irgendwie die schwarze Route, die war auch besonders schwer. Also nicht Überhang, aber einfach ganz wenige Griffe, ganz große Abstände. Und die ist mir auch nicht gelungen. Aber die anderen habe ich geschafft. Ich bin da so 5-mal, ich glaube, meist hoch. Dann hat die Kraft auch nicht mehr gereicht. Und das war aber total super, um diese Handkraft zu stärken, um die ganzen Muskeln. Also mir taten dann die Unterarme vom Muskelkater oder irgendwie überhaupt erstmal nach dem ersten Mal echt ganz ordentlich weh. Da wollte ich dann nicht mehr viel tragen. Aber sehr spannend, echt toll. Und da setzt man halt alles ein, ne? Du setzt da deine Kraft ein. Du musst gedehnt sein, damit du irgendwie deine Beine so hoch kriegst oder rübergreifen kannst oder ja, das Bein weit rüberstellen kannst. Und es hält dich natürlich auch geistig flexibel, weil du musst ja schauen, welchen Griff nehme ich jetzt? Du hast nicht so lange Zeit, weil dann geht ja deine Kraft runter. Du musst also relativ schnell sein. Zack, 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 zack. Und damit bist du natürlich auch im Moment. Also da kannst du nie über irgendwelche Probleme nachdenken. Das wird zu schwierig. Sehr, sehr cool. Also wenn du das mal ausprobieren kannst, kann ich dir nur empfehlen. Echt, echt toll. Ich hatte es schon von der Caro, die war immer für ein Interview da, ne? Frauenpower mit MS, trotz MS, trotz MS, glaube ich. Und die Hannibals Rudel, die liebe Corinna, die hatte auch schon mal davon erzählt, aber ich hatte es halt nie gemacht. Jetzt das erste Mal war 4-mal oder 5-mal in der Wand und es war echt, echt toll. Genau. Und gab aber auch was anderes, gab auch Massage bei der Reha. Die war allerdings indirekt.
Da war ich bei so einer Hydrojet-Massage. Da liegt man auf einem Wasserbett, was nicht komplett prall gefüllt ist, und von unten wird, also das ist auch warm, warmes Wasser, und von unten wird ein Strahl erzeugt und der wandert dann am Körper lang, da wo irgendwie die Muskeln sind. Und man merkt das sozusagen durch diese, ich weiß nicht, ob das Gummi, Latex, was auch immer das ist, was da das Wasser von einem selber trennt. Aber dadurch spürt man das, weil das eben nicht komplett voll prall ist, dieses Wasserbett. Und das war echt schön. Das waren immer so 20 Minuten, meine ich. Und man konnte halt sagen, ob man nur den Oberkörper haben wollte oder den kompletten Körper. Und ich habe einmal, da hatte ich bei offenem Fenster geschlafen und es war ein bisschen viel Wind, da hatte ich einen ganz steifen Nacken. Da habe ich gesagt, okay, jetzt heute mal bitte nur Oberkörper. Und das tat auch gut, das hat auf jeden Fall geholfen, dass es schneller wegging. Und ansonsten war aber ganzer Körper auch ganz toll. Und es gab auch in dem Reha-Programm eine ganze Menge spannende Schulungen und Vorträge. Da war zum Beispiel Stressmanagement dabei, da saßen wir mit mehreren Frauen, waren es alles, in einem Raum mit einer Präventologin, die uns Fragen gestellt hat, individuell auf die Leute eingegangen ist, aber dann auch so eine gewisse Interaktion erzeugt hat zwischen den Menschen, um zu zeigen, okay, ne, bestimmte Probleme gibt es halt auch bei anderen und wie könnt, also hinterfragt hat, ne? Die geben einem ja nicht eine Lösung vor. Ein guter Therapeut gibt einem ja nie eine Lösung vor, aber sie hinterfragen halt, sodass man selber mal drüber nachdenkt und eventuell da besser mit Themen umgehen kann. Und das war ja zu Stressmanagement. War auf jeden Fall total spannend. Dann gab es einen Vortrag zum Thema Sport und Bewegung, wie man gut trainiert und was es für Vorteile hat. Und auch Gesunderhaltung der Blutgefäße. Das war zur Arteriosklerose, habe ich mich erst gefragt. Ja, ich habe Multiple Sklerose und nee, Arteriosklerose. Aber hat total Sinn gemacht dann. Der Vortrag war sehr gut und hat einfach aufgezeigt, dass ein gesunder Lebenswandel generell sinnvoll ist, weil diese Blutgefäße, wenn man sich 20, 30 Jahre lang die schlecht behandelt, indem man fettig isst, viel Alkohol trinkt, sich wenig bewegt und am besten noch raucht, also im negativen Sinne, ne, am besten noch raucht, dann werden die Blutgefäße halt einfach immer poröser. Irgendwann hat man einen Verschluss, wenn man Pech hat. Was schafft man eigentlich mit 20, 30 Jahren? Der eine vielleicht später, der andere früher. Und dann kann man einfach mal einen Herz- oder einen Hirninfarkt haben, ne? Und jetzt 40% aller Leute, die in Deutschland sterben, sterben wegen so einer Herzerkrankung. Genau. Also war auf jeden Fall ein spannender Vortrag. Und dann gab es auch noch einen Vortrag zum Beantragen vom Behinderungsgrad. Das sind ja eine ganze Menge Leute, die wirklich größere Probleme haben. Ich sehe bei mir nach wie vor keinen Grund und keine Veranlassung, sowas zu beantragen. Aber ich weiß, dass es natürlich viele Menschen mit MS betrifft und man ja dadurch auch eine ganze Menge Vorteile hat. Eine Steuererleichterung und irgendwelche Ermäßigungen hier oder entgegenkommen. Aber es war auf jeden Fall ganz spannend. Hat er auch mal erklärt und ich habe mich damit reingesetzt, wollte es gerne mal hören. Mal gucken, ob ich da auch mal jemanden guten Zuhörer kriege, weil ja, ich glaube, dadurch, dass es mich einfach nicht bisher so betrifft, ja, ist mir das schwer, das richtig wiederzugeben. Da würde ich mir auf jeden Fall mal einen Experten einladen. Genau, dann gibt es auch noch, also gab es dort, ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist, Neuropsychologie bei der Reha. Und das war auch eine total spannende Terminserie. Also das bestand erstmal aus einem Gespräch mit der Neuropsychologin, die hoffentlich bei mir fürs Interview vorbeikommt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Die wird das dann nochmal genauer erklären, was die Neuropsychologie ist. Und ja, wir haben erstmal ein Gespräch geführt darüber, wo ich denke, wo vielleicht irgendwie Probleme liegen oder auch nicht. Die hat da ja sozusagen ein Anamnesegespräch gemacht und versucht festzustellen, was könnten Knackpunkte sein im Alltag, oder vielleicht auf Arbeit oder ja im Privatleben. Und dann gab es mehrere Tests, die haben Leute aus ihrem Team durchgeführt. Das waren immer Tests vom Rechner, mal war es was mit Ablenkung und mal war es was, was vor allen Dingen besonders lang lief. Und ich glaube, ich habe drei verschiedene Tests gemacht, meine ich. Meine Tochter saß immer dabei, das war natürlich nie ganz so entspannt, aber gut. Nein, einmal saß sie nicht dabei, da waren meine Eltern da, genau. Aber total wichtig, weil die kognitiven Einschränkungen bei der MS lange keine hohe Beachtung hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem Neurologen mittlerweile so ist, dass auch die kognitiven Leistungen wirklich gecheckt werden bei MS.
Auf jeden Fall ist es ein ganz wichtiges Feld, weil das häufig auch dazu führen kann, dass das Alltagsleben einfach nicht mehr so gut läuft, wie man sich das wünscht, dass es vielleicht Probleme gibt mit dem Job und, und. Und daher, ja, sehr wichtig. Und man kann eine Menge kompensieren, man kann einiges auch trainieren. Und fand ich total cool, fand ich total spannend. Denn bei Bedarf kann man dann auch Unterstützung bekommen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man hätte mal gerne Psychotherapie, hatte ich ja schon und finde ich übrigens super, ja. Kannst du gerne mal in mein Buch reinlesen oder so oder eine Folge dazu reinhören. Ganz großartige Sache, Psychotherapie kann einem wirklich sehr viel weiterbringen. Und wenn du also zum Beispiel bei einer Reha bist und hast das Bedürfnis, da Unterstützung zu bekommen, dann können die dir helfen, einen Therapeuten bei dir vor Ort zu finden. Oder eben Tipps geben, wenn die Untersuchung, die neuropsychologische Untersuchung so ist, dass da Mankos festgestellt werden, wie du besser mit deinem Alltag umgehen kannst, ne? Also sehr, sehr praktisch. Außerdem gab es noch eine Ernährungsberatung. Das waren insgesamt 3 Termine. Da waren wir in der Gruppe, also 2 Gruppentermine und eine Einzelveranstaltung. Die Einzelveranstaltung habe ich persönlich nicht mehr mitbekommen, weil ich dann schon nach Hause gefahren bin. Aber so wäre es gewesen. Und da wurde ganz explizit auf die MS eingegangen, sowohl auf allgemeines Wissen zu einer gesunden Ernährung, also dass, keine Ahnung, in dem Wasser mit Geschmack eben einfach mal auch total viel Zucker drin ist, ne? Beispielsweise, wenn man jetzt da irgendwie meint, ach, das sieht doch so klar aus und ist in einer Wasserflasche und hat ja nur so ein bisschen Geschmack, nicht gut, viel zu viel Zucker, ne? Weil Zucker ist zum Beispiel nicht gut bei MS. Und ja, haben wir auch Rezepte erhalten und zum Beispiel auch ein Brot, was komplett ohne Mehl gebacken wurde. Was übrigens sehr lecker war. Ja, und im Einzelgespräch hätte man dann nochmal individuell auf die eigenen Sachen eingehen können. Dann hatte ich einige Dinge zur progressiven Muskelentspannung. Das ist ja auch wirklich eine schöne Sache, habe ich in der Vergangenheit schon mal angewendet. Ich hatte allerdings nie so richtig mal eine Einführung, was ist das? Also, was ist das denn? Wie macht man das und, und. Ich habe halt einfach mir was angehört und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Also eine angeleitete. Und progressive Muskelentspannung kann dir halt einfach helfen beim Einschlafen oder beim Stressabbau. Und da gibt es eine ganze Menge Angebote. Vor Ort haben wir das einfach mehrfach trainiert, also die Einführungsveranstaltung, wo danach dann auch sie in so eine Meditation gesprochen hat oder ja, Meditation, also so ein begleitetes Entspannen. Und dann hatte ich, weiß gar nicht, 3 oder 4 Termine noch, wo es im Prinzip nur dieses begleitete Entspannen gab. Und je nachdem, wann ich es hatte, also zum Beispiel direkt nach dem Sport war es natürlich super. Zu anderen Terminen, wenn ich noch nicht so müde war, ja gut, dann war es nicht ganz so erfolgreich. Und natürlich, nicht zu vergessen, gibt es bei einer Reha auch eine Visite. Also zwischendrin sieht man mal den Chefarzt und oder Oberarzt. Bei mir waren es in der zweiten Woche, ja, in der zweiten Woche, genau, war es bei mir Chefarzt und Oberarzt zusammen. Und da kannst du deine Wünsche platzieren, Fragen platzieren, wenn du irgendwas geändert haben möchtest und, und. Und ich habe da gesagt, dass ich gerne meine Kur von 4 auf 3 Wochen verkürzen will. Ist, glaube ich, nicht ganz so häufig. Die meisten wollen lieber verlängern. Aber mit meiner Tochter, ich hatte die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht in der Kita ist, dort halt nicht hingehen will. Das konnte ich ja auch irgendwie verstehen. Aber sie hat ja ihre Tage gar nicht kindgerecht verbracht. Ne? Wir haben dann natürlich, wenn ich frei hatte, haben wir schon versucht, da irgendwie ein bisschen was Schönes zu machen, aber sie musste sich beim Essen die ganze Zeit daran halten, dass sie nicht irgendjemand, der Gehbehinderung hat, da umläuft oder so. Hat sie auch super gemacht. Wenn ich die Termine hatte, hat sie ganz brav da gesessen. Die hat ja aber viel zu wenig gespielt. Ne? Und das dachte ich, okay, das bringt jetzt irgendwie auch nichts. Das ist ja super und mir haben die 3 Wochen sehr gut getan, aber 4 Wochen wäre dann auch einfach zu lang. Also ich habe auch gemerkt, dass sie hinten raus immer weniger belastbar wurde oder immer weinerlicher, hat ja auch den Papa die ganze Zeit nicht gesehen, ne? Und das hatten wir noch nie, dass sie so lange vom Papa getrennt war. Naja, genau. Aber wie gesagt, man kann da auch andere Sachen platzieren. Ich hatte jetzt nichts, was ich irgendwie kritisieren wollte oder ändern wollte. Insofern hat alles gepasst und da die Einschätzung meines Zustandes gut war, hatten die auch kein Problem damit, mir diese Verkürzung zu genehmigen. Was ist nun mein Resümee zur Reha bei Multipler Sklerose? Also eine Reha ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wie du deinen Körper und Geist regenerieren kannst und Defizite verringern, vielleicht sogar loswerden kannst, ja. In den 4 Wochen einer neurologischen Reha kannst du natürlich trotzdem keine Wunderheilung erwarten.
Aber was du machen kannst, ist ein Neustart hin zu einem gesünderen und bewussteren Leben. Das ist auf jeden Fall möglich. Du erhältst ganz viele Informationen, ganz viele Übungen und weitergehende Unterstützung, um deinen Alltag anschließend wieder besser zu bewältigen. Also man hätte dort zum Beispiel auch Unterstützung bekommen können, um diesen Grad der Behinderung zu beantragen. Oder eben um einen Psychotherapeuten zu finden. Oder. Und das ist schon ziemlich echt gut. Und ja, 3-4 Wochen mal abschalten, raus aus dem Hamsterrad, weil wie auch immer das Hamsterrad genau aussieht, ja. Und ich hoffe natürlich, du hast kein Hamsterrad, aber raus aus dem normalen Alltag ist gut, da kann man schon, das kann schon eine ganze Menge bringen. Es liegt also meiner Meinung nach zu einem ganz großen Teil an dir selbst, wenn du bei einer Reha bist, wie lange der Effekt anhält. Ich habe mir auf jeden Fall gleich ein paar kleine Trainingsgeräte bestellt, um mich zu kräftigen und meine Balance noch ein Stück besser zu trainieren, ganz gezielt, ganz bewusst. Denn ohne Gleichgewicht wäre bei mir irgendwann Badminton oder Snowboard nicht mehr möglich. Und das will ich einfach nicht. Ne? Ich will, dass ich irgendwann mal damit aufhöre, weil ich zu alt dafür geworden bin, weil ich, was weiß ich, 60 geworden bin. Und das dann vielleicht ein bisschen zu verletzungsträchtige Sportarten sind. Aber ich möchte nicht damit aufhören, weil die MS mir da irgendwie einen Riegel vorschiebt. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und da ist Training, ja, also wenn man Körper und Geist schön viel trainiert und immer wieder neuen Impulsen aussetzt, ist halt total gut. Und gerade, also ich mache ja auch Sportprogramme online, aber das waren jetzt nochmal ganz andere Übungen und das ist halt auch immer gut, ein bisschen andere Übungen zu machen und da Abwechslung reinzubringen, um immer wieder, wie gesagt, neue Impulse zu setzen. Und was ist eigentlich nach der Reha? Was total klasse ist und ich vorher nicht wusste, ist, dass man anschließend ambulant noch eine gewisse Fortsetzung machen kann. Das wird mitbezahlt. Bei mir ist das Training in der Physiotherapie. Da habe ich insgesamt 26 Termine und soll da möglichst zweimal die Woche für eine Stunde hingehen. Das bringt, finde ich, eine ganze Menge, weil da kann ich wirklich dann ganz viel etablieren, was ich dann richtig lange behalte. Weil man sagt ja, was man so einen Monat am Stück macht oder am besten zwei und richtig als Routine integriert hat. Das geht auch nicht mehr so schnell verloren. Wenn ich jetzt irgendwo gewohnt hätte, wo es noch andere Angebote gegeben hätte, das war mir eigentlich verschrieben worden, aber also, dass ich auch Ergotherapie und sowas machen kann, aber hier gibt es leider nichts, weil ich doch ein bisschen auf dem flachen Land in Schleswig-Holstein wohne. Und da gibt es im Umkreis von 40 Kilometern nichts und es macht dann halt auch irgendwann keinen Sinn mehr, so weite Strecken zu fahren. Deshalb ist es bei mir halt in Anführungsstrichen nur Physiotherapie, aber auch dafür bin ich ja schon total dankbar. Ne? Das ist auch schon total klasse. Generell geht eben immer dieses Ding Reha vor Rente. Finde ich, ist ein sehr gutes Konzept. Alle 4 Jahre kann man so eine Reha beantragen. Unter bestimmten Umständen, wie bei einem akuten Schub, geht das auch mal eher. Und es gibt halt Kliniken, die sind neurologisch ausgerichtet, wie die, wo ich war. Und es gibt aber auch richtig spezielle MS-Reha-Kliniken, die sich ganz besonders auf die Multiple Sklerose ausgerichtet haben. Ich war halt nur in einer allgemeinen neurologischen Rehabilitationseinrichtung, die aber trotzdem auch ein spezielles Konzept für MS-Patienten zusammengestellt hat und damit an die jeweiligen Bedürfnisse und Symptome dann auch von einem Patienten anpasst. Aber das ist sicherlich nochmal eine andere Sache und nochmal eine andere Möglichkeit, wenn man richtig an einer MS-Klinik ist. Wäre eine Reha was für dich? Also wenn du schon mal über eine Reha nachgedacht hast, dann sprich einfach mal mit deinem Arzt darüber. Besser, du gehst zeitig gegen Probleme der MS vor, als der Erkrankung das Feld zu überlassen. Es ist schließlich dein Leben, es ist dein Körper, es ist dein Geist. Und wenn du dir Unterstützung holen möchtest, um so gut wie möglich nicht nur zu funktionieren, sondern zu leben, voller Freude zu leben, vielleicht Verlorenes zurückzuholen oder zumindest ein Level langfristig zu halten, dann unterstützt unser Konzept der Krankenkassen und der deutschen Rentenversicherung das. Und dann muss das auch kein akuter Schub sein. Ne? Wie gesagt, im Sommer, ich wusste es erst nicht. Später hat sich herausgestellt, war zum Glück keiner, sondern war ein Aufflackern alter Symptome, durch psychischen Stress ausgelöst. Aber man kann das machen und das hast du dir auf jeden Fall verdient und das ist auch absolut in Ordnung. Vertiefende Einblicke in die Arbeit der Therapeuten würde ich dir gern geben. Ich habe einige Menschen angesprochen, die mir bei der Reha geholfen haben, die ich auch einfach menschlich total nett fand und wo ich dachte, das wäre super. Also es gab darüber hinaus noch ganz viele andere nette Menschen, aber ich kann auch nie alle ansprechen, es wird dann irgendwann auch zu viel, das ist dann zu starke Intensität auf Reha. Ich habe, wie gesagt, einige angesprochen. Ich hoffe, da kommen ein paar von auch vorbei fürs Interview, um uns Einblick in ihre Arbeit zu gewähren.
Mal sehen, wie viele am Ende dann dazu bereit sind, denn klar, ne, am Ende ist es natürlich wichtiger, dass sie Arbeit am und mit dem Menschen machen und nicht hier bei mir im Podcast darüber sprechen. Und manchen ist auch die Aufmerksamkeit einfach unangenehm, das verstehe ich auch alles. Also da, deshalb will ich nichts weiter da irgendwie versprechen, was vielleicht nicht halten kann. Und wie gesagt, ich verstehe das auch, wenn jemand nicht vorbeikommen möchte. Aber möchte auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das gesamte Team für die sehr gute Arbeit machen. Ich war da in Bad Karlshafen und ja, waren echt sehr gute Therapeuten, sehr nett und ist auch ein schönes Fleckchen Erde. Genau, und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Da geht es dann um Esssymptome, gestörte Beweglichkeit und Kraft, was total gut natürlich zu dem passt, was ich irgendwie gemacht habe. Also Kraft ist zwar bei mir jetzt nicht so das Problem, aber Beweglichkeit, so eine gewisse Steifigkeit habe ich auch. Okay, ist wohl relativ typisch. Entweder ist man sehr beweglich, teilweise hyperflexibel, dass man die Gelenke zu sehr durchbiegt, oder man hat halt eher Kraft und ist nicht so beweglich. Trotzdem will ich da auf jeden Fall dran arbeiten, weil das, ja, es ist auch besser, auch einfach. Ne? Man altert ja, egal jetzt mal, was die MS so macht, aber beweglich sein hat auf jeden Fall eine ganze Menge Vorteile und da geht's drum beim nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.